Ich habe meinen Gegner zum Leaken gebracht, aber bringt nichts, wenn der eigene Teammate so durch die Welt geht einfach. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Ich habe wieder Bock, eine Runde Legion Tower Defense zu spielen. Ich bin immer noch im Urlaub. Lass es mir immer auch gut gehen, hoffentlich in der Sonne. Mit einem Cocktail in der Hand. Und ja, was picken wir denn hier? Hier bin ich ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich habe schon mal keinen Healer, das heißt, der Albtraum wird mir nicht so viel bringen. Yuzoa Start wäre eine Möglichkeit. Firefist. Ui, ui, ui. Man könnte auch statt Yuzoa doch auf Albtraum gehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und die Wanderer als Frontlaner benutzen. Ja, ich muss mich entscheiden. Fangen hier mit meinen Albtraum an. So, Gegner schickt mir nichts. Mein Gegner spielt den Wanderer. Auch nice. So, wir gehen auf den vierten Worker. Der andere spielt den Berserker. Und wir haben alle beide, also wir haben beide 40 Mythium ausgegeben, das heißt, wir können das eh nicht punishen. Das, wenn wir wollten. Man kann bei Berserker auf Wave 2 eine Echse schicken. Wenn der Gegner nur einen Berserker immer noch hat, wird der leaken ungefähr 3 Einheiten und die Echse. Hier muss ich nichts mehr bauen. Hier bin ich immer noch safe eigentlich. Also ich habe mir nichts. Er will mir auf Wave 3 eine Brut schicken. Ah, zwei Wassergeister. Das heißt, er wird auf Wave 4 relativ safe sein. Also das, ihm wird es schwierig zum Leaken zu bringen tatsächlich. Ich könnte auf Wave 5 einen Kobold checken, das wäre eine Möglichkeit. Den Mephim ausgegeben, immer noch nicht, aber er geht trotzdem auf den fünften Lurker. Ziemlich risky, finde ich. So, wir werden auf jeden Fall splitten müssen. Schauen wir mal, ob wir das hier halten dürfen. Oh, ich schicke mir eine Echse und eine Schnecke. Ich habe jetzt eine Brut erwartet. Ich glaube, das sollte ich eigentlich halten. Schauen wir mal, ob ich recht kriege. So, es wird ein geweihtes Ross. Das heißt, der Kobold wird auch ein bisschen brauchen auf Wave 5. Und mein Kollege liegt, habe ich mir schon gedacht. Allein weil er auf den fünften Lurker gegangen ist. Ohne dass der Gegner geschickt hat. Und das ist der Preis, den man dann zahlt, wenn man zu greedy spielt. Ich kann jetzt ruhig auf 6 Lurker gehen. Ich habe meine Wave gehalten. Mit dem Send. Und King Damage sollten wir auch noch bekommen. So, eine Brut macht einfach mal so, ja, 7% Schaden. Die Brut macht schon echt kranken Damage teilweise. Auch übertrieben hohen, so, also wo man nicht, was man nicht erwartet.
Ich glaube, ich brauche hier nichts zu bauen, auch wenn ich hier einen negative Points habe. Der Albtraum macht hier guten Schaden. Die anderen müssen einfach nur ein bisschen tanken. Mal gucken. Er schickt mir wieder eine Echse. Jetzt könnte es natürlich wieder knapp werden. Schauen wir mal. Das Gute ist, der Albtraum hat echt viel Attack Speed. Der schnellste die Gegner ziemlich schnell down. So, ich schicke meinen Kobold jetzt. Mal gucken. So, ich halte es. Sehr nice. Wir gehen auf den 7. Worker. So, ich denke mal, ich baue hier eine Einheit. Und schade, dunkler Magier hätte ich noch Lust gehabt. Aber ich könnte die Einheit verkaufen, um einen dunklen Magier zu machen. Das mache ich dann auch. So, Feuerelementar. Das heißt, meine Kobolde sind die einzigen, die hier überleben werden wahrscheinlich. Obwohl, jetzt tanken die natürlich richtig viel. Naja, die Kobolde werden auch nicht durchkommen, schade. Mein Kollege verließ das Spiel. Okay. Wir schicken jetzt den Wanderer nach vorne, so dass er direkt stirbt, also direkt tankt und stirbt und dann wieder erweckt wird und dann mehr Attack Speed hat und sozusagen mehr Damage bringt. Ich hoffe, es reicht hier auch, was ich habe. Okay, er schickt mir immer noch nicht. Das heißt, für die nächste Runde muss ich den Canopy upgraden. Genau, 180 Gold. Reicht genau für die Schirmqualle. Und ich hoffe, ich halte das dann auch. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe minus 85 negative Points. Brut sind natürlich ein Problem, keine Frage. Schauen wir mal, ob wir das einigermaßen handeln können. Brut sind auch ein guter Counter gegen die Schirmquallen tatsächlich. So, meine Schirmqualle stirbt. Ich denke mal, ich werde das hier nicht halten können. Ich hoffe, ich mache trotzdem guten Schaden. Mein Kollege liegt, ich werde leaken, das heißt, wir kriegen King Damage rein. Schade. 41% leak ich mit einer Brut. Immer gefährlich. So, ich muss auf Wave 9 schicken, ich habe keine Wahl. Weil die Feuerelementar-Einheiten echt gut sind. So, die Gegner kriegen jetzt sehr viel Gold von uns. Das Gold reicht leider nicht aus. Machen wir mal hier eine Einheit. So,
Ich glaube, für die nächste Wave habe ich eine gute Chance. Sicherheitsmaulwurf mit einem Einsiedler wird es sein, denke ich. So, wir könnten noch einen Wanderer bauen. Das heißt, wir verkaufen die Einheit. Sagen, dass wir einen Wanderer haben möchten. Ich würde sagen, hier mache ich noch einfach so einen Knochenbrecher. Dann schauen wir mal, ob wir das hier halten dürfen. Zwei Boots. Wird, glaube ich, eine knappe Geschichte. Aber der tankt wunderbar tatsächlich. Ich glaube, es wird trotzdem noch ein Leak, aber nicht genug. So, 185 könnte noch einen Worker pushen. So, er liegt. Er hat es einfach gehalten. Ich weiß nicht, was er da. Oh, mein Kollege spielt, glaube ich, nicht so gut. Er schickt gegen Schirmquallen und Wurzelquallen einfach eine. Ja, was. Diese Hexe. Schwierig. Muss ich leider sagen. Sehr schwierig. Ich glaube, ich schicke hier noch den Einsiedler mit, weil er nur den Halo hat als Damage-Dealer und nicht eine Frontline hat, die lang genug überlebt, damit der Halo richtig funktioniert. Mal gucken, ob ich recht kriege. Wir müssen nur diese Einheit hier schnell genug killen. So, oh, mein Gegner hat wieder geschickt. Interessant. Und hier ist der Leak, würde ich mal sagen. Nee, ich hatte es nicht. Schade. Ich hatte es nicht. Er hat mich auch zum Leaken gebracht. Wir pushen mal diese Einheit. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf Beförderung. Retter wäre auch eine Möglichkeit. Obwohl Retter. Das ist echt schwierig gerade. Ich gehe auf Beförderung. Komm. Retter wäre auch eine Möglichkeit. Ich würde gut meinen King up nicht upgraden, sondern heilen. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, auf Wave 12 wäre auch eine gute Möglichkeit zu schicken. Ich muss auf Doppelgänger gehen. Problem ist nur, dass er hier zwar viel Schaden macht, aber nicht viel aushält. So, was kriegen wir dann hier noch? So, wir kriegen schon mal einen Grad. Das heißt, wir könnten uns schon mal ein wenig heilen. Das wäre eine Möglichkeit. Sonst sehe ich ja eher schwarz, würde ich sagen.
Honeyflower kann ich nicht wirklich gebrauchen. Walk auch nicht wirklich, obwohl Walk gegen ihn, das kann man, denke ich, mal machen. Und mein Gegner schickt mir auch nur Boots, ne? So, wie sieht's jetzt aus? Ich glaube, ich halte es einigermaßen. Ja, sieht gut aus. Kann voll pushen. Oh, Shutdown Gold kriegen wir auch. Nice. Das sollte ich nicht halten. Das heißt, wir kriegen wieder King Damage. Nicht gerade wenig, glaube ich. Und so, hier kommt. Obwohl, ich könnte auch einfach ihn bauen. Der ist sehr gut für die Wave 13. Magieschaden plus leichte Verteidigung. Ich überlege, ob ich die jetzt nochmal schicke bei 14 und dann nochmal bei 15 einfach nur Snails oder sowas. Wir brauchen hier einen Gral und dann möchte ich ihn upgraden, damit er ein bisschen Heal-Buff bekommt. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Und für die nächste Runde brauche ich unbedingt einen Phönix. Na, ich schick mir jetzt, habe ich mir schon gedacht. So, mein Doppelgänger frisst Schaden. Das ist nicht gut, aber er frisst nicht so viel Schaden. Ja, halten werde ich es trotzdem nicht. Er liegt unglaublich viel. Ich glaube, es wird nichts, Leute. Wir haben hier verloren. Der ist stur. Der will nicht auf King gehen. Der, ja. Kann man nicht viel machen. Ich habe meinen Gegner zum Leaken gebracht, aber bringt nichts, wenn der eigene Teammate so durch die Welt geht einfach. Ja, das überleben wir tatsächlich noch. Oh Mann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Jetzt, wo ich auf Upgrades gehe, gehst du auch auf Upgrades, ja. Danke für nichts. Ich bin hier extra nicht auf Worker gegangen, diese Runde. Weil ab jetzt werden die Worker-Zahl verdoppelt. Darum gehe ich lieber nächste Runde auf Worker. Wenn ich gehen darf, natürlich ist die Frage. So, sollte es... Hält er es? Ich glaube... Nee, hält er auch nicht.
Ganz schön traurig. So, und ab jetzt skalieren die Gegner bis ins Unendliche. Wie man hier schon sieht, 1100 Punkte im Minus. Ich habe nur 500 Gold zum Verteilen. Ich glaube, das ist jetzt GG. Ich werde das hier auch nicht halten können, glaube ich nicht. Jo, Gegner hat ordentlich was geschickt. Und was halte ich aber nicht? Meine Frontline bricht durch. Aber mein Kollege hat es gehalten, tatsächlich. Wow. Ich habe ihn zum Leaken gebracht. Senna ist. Der wird wahrscheinlich auch leaken. Sieht verdammt danach aus. Das heißt, die kriegen unglaublich King Damage. Wenn mein Kollege das jetzt hält für mich, haben wir vielleicht noch eine Chance zu gewinnen. Aber das glaube ich nicht. Die sind fast tot. Das sind nur Harpien. Nee, das wird nichts, Leute. Ich glaube, ich freue mich zu früh. Oder? Alter, ist das knapp, ne? Nee, das wird nichts. Alter, Leute, was passiert hier gerade? 8%. Alter, der hat es nochmal gerockt tatsächlich. Oh mein Gott. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich jetzt hier einen Knochenbrecher upgrade, einfach aus dem Grund, damit die Einheiten hier länger bleiben, damit die länger überlegen, weil die müssen Damage raushauen. Mal gucken, ob das hier einigermaßen klappt mit der Idee. Ja, ein bisschen. Mehr will ich ja auch gar nicht. Ich hätte tatsächlich hier nochmal schicken können. Oh, wird er wieder liegen? Ich glaube, ne? Eigentlich müssen wir bei 19 schicken. Nochmal Gold für uns. Sehr nice. Schaffe ich noch einen Phoenix abzugraden? Wird schwierig. 19. Die Gegner haben Hades, die Gegner haben diesen Halo. Die kommen da nie im Leben durch. Würde ich jetzt behaupten. Dann verkaufen wir hier von denen ein paar. Und hoffen, dass wir das halten dürfen. Extrem knappes Spiel tatsächlich. Super knapp. So, Gegner schickt wieder. Ah, der Phoenix nimmt ein bisschen zu viel Schaden, meiner Meinung nach. Und... Oh, der Phoenix. Der Phoenix war wichtig. Der. Ich glaube, es ist GG jetzt. Diesmal ist GG. Diesmal halten wir das nicht. Diesmal können wir auch FFen. Ja, war ein super knappes Spiel. Wir hätten bei 17 schicken können. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen.
18 hätte ich nicht geschickt, auch wenn wir jetzt verloren haben, deswegen, weil wir kein Gold generiert haben, aber die Gegner hätten es locker gehalten, dann hätten sie uns bei 19, 20 fertig gemacht, keine Frage. Darum, wir hatten noch Chance, bei 19 zu schicken. 17 habe ich ein bisschen gepennt, da hätte ich vielleicht auch schicken können. Dann hätten wir tatsächlich eventuell das Spiel gewonnen. Aber naja, so läuft das nun mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt. Dann verpasst ihr auch automatisch keiner meiner Videos. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.